Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin wieder hier bei dem Schattenläufer versprochen. Und diesmal bin ich klüger. Verdammt, bin ich nicht. Ich dachte, na, das hat ja super geklappt. Was zum Henker? Warum hat der zweite Dinger nicht getroffen? Ich hab doch gezielt. Eigentlich reicht es doch, dass ich da viermal drauf zaubere. Ich glaube, der erste und der zweite haben nicht getroffen. Wieder zwei nicht getroffen. Was zum... Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Vielleicht mache ich erst den Eisblock. Und dann zauber ich drauf und dann hau ich drauf. Ja, das könnte funktionieren. Probier ich das mal aus. Kann doch nicht sein, ich habe schon Schattenläufer besiegt. Was? Warum trifft der Eisblock nicht? Was ist hier los? Ich verstehe es nicht. Naja, gut, dann renne ich halt hier erstmal weg. Bis er aufhört, mir zu folgen. Das ist so jetzt ungefähr. Die ganzen Heilpflanzen sind zwar nett, aber eigentlich brauche ich die ja nicht. Ne, mal so unter uns gesprochen. Wie viel Mana habe ich denn? 10. Das heißt, wenn ich jetzt 75 nehme, habe ich 95. Und wo kriege ich Mana her? Ach komm, lauf hier. Was? Ah nein, 85, ich Depp. Ich Idiot. Kopfrechnen und so. Sollte man mal lernen. Hätte ich vielleicht mal aufpassen sollen in der Schule. Dann könnte ich das vielleicht heute noch. Kopfrechnen. Ja. Keine Ahnung. Da sind die Goblins noch vom letzten Mal. Ui, Schattenläufer, komm her. Sehr gut. So gefällst du mir. Siehst du? Komm doch. War doch jetzt gar nicht so schwer. Überhaupt nicht schwer. Gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich brauche nur wieder 90 Mana. 20, 30, 40, 50. So, und einen Trank. Und dann passt es. Gut, ich brauche noch 1035 Erfahrung, damit ich einen Level aufsteige und die nächste Stufe der antiken Sprache lernen kann. Ich werde mich allerdings dafür nicht mit Feuerwaranen anlegen. Das ging schon mal gehörig schief. Ich würde mal sagen, ich kann mich hier bei den Pyramiden ja noch umschauen, wenn ich dann zurückkomme und zurückgehe. Dann muss ich ja eh wieder hin, wenn ich gelevelt habe. Oder wenn ich kurz vom Leveln bin. Ich denke mal, da gibt es noch den einen oder anderen Varan, der gespawnt ist. Weil früher gab es da ja Varane. Uah, ein Suchender. Moment, ging dir nicht mit dem Eisblock? War da nicht was? Ich weiß ja auch nicht. Schauen wir mal. Ich gebe auf jeden Fall gute Erfahrung. Ich probiere den mal. Und ich glaube, ich mache auf jeden Fall mehr Schaden so, als mein Feuerzauber machen würde. Ich muss hier allerdings trotzdem auf Entfernung gehen. Ups, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So, kann ich dich von hier treffen? Ja. Aber du mich halt leider auch. Das ist das Problem. Wenn ich ihn treffen kann mit der Magie, kann er mich halt auch treffen. Oder? Von hier aus etwa nicht. So, um sicher zu gehen, erstmal hier heilen. Und dann schauen wir doch mal, ob ich ihn nicht von hier verzaubern kann. Geht tatsächlich. Noch einmal. Ups, das war vielleicht ein bisschen blöd. Aber nur vielleicht. So. Damit brauche ich noch weniger. 735 Erfahrung. Ja, so ein Suchender gibt 300. Das ist schon ordentlich. Kann man machen. Und die haben auch vor allem immer so Kleinigkeiten dabei, wie Aquamarine, die ich irgendwann mal brauchen werde, um Runen oder so herzustellen. Ich glaube, Aquamarin ist wichtig für Kältezauber. Andererseits habe ich halt meinen Eisblock schon. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht, was für Zauber ich noch so als Rune haben möchte. Auf jeden Fall den
Nee, nicht auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich könnte mal tatsächlich sowas wie Beschwörung versuchen. Dass ich wirklich Gegner einfriere und dann mir Skelette herbeihole oder so. Das soll wohl relativ erfolgreich sein. Ah, Varane, was macht ihr? Okay, erst einen, den hier, der wie schön die Wand im Rücken hat. Und dann den anderen. Na komm her. Na, verdammt. Okay. Nichts zu holen. Wenn ich mich recht erinnere, ist. Da ist nichts zu holen. Pedro mit dem gestohlenen Auge Innos auch hier diesen Weg lang gelaufen. Ich schau mal eben ins. Hier ins Tagebuch. Wo ist es denn? Das Auge Innos, ganz unten. Oh mein Gott. Pedro, ja, der hat, glaube ich, schon diesen Weg hier genommen. Das ist ja dieser Novizenweg. Das ist aber nicht er, oder? Okay, das hätte mich jetzt ja stark gewundert, wenn ich hier das Auge Innos einfach in so einem toten Novizen gefunden hätte. Das wäre auch zu leicht gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht. Hätte mich verwundert, hätte mich doch sehr verwundert. Nun, was haben wir hier? Eine Feuernessel. Und was liegt denn hier rum? Ein Kampfstab. Okay, ist immer jemand gestorben? Ich glaube, Ulf oder so, ne? War hier mal tot. Vielleicht habe ich den übersehen damals. Aber dass der noch hier liegt? Nee, Blödsinn. Hier ist Ulf. Hä? Oder erinnere ich mich jetzt wieder an ein altes Durchspielen? Das kann natürlich auch sein. Okay, da vorne ist ein Gegner. Dann heile ich mich mal eben. 150 Lebenspunkte hoch. Das wären 3 hiervon. 3, sagte ich. So, und mir fehlen nur noch ganz wenig Lebensmana. Ja, Mana ganz wenig, Leben sogar sehr wenig, nämlich 0. Nein, Erfahrungspunkte. Und hier sind ein paar Lurker und ein paar Scavenger. Ich fange mal mit den Scavengern an. Weil die sind am einfachsten. Ja, ne? Das war einfach. So, bisschen Fleisch. Da ist nichts zu, nicht zu plündern. So, jetzt habe ich alle 3. Und wo ist der Lurker? Da ist der Lurker. Ach, das geht so einfach mit Magie. Warum habe ich mich da mit dem Varan so rumgeplagt? Ich weiß es nicht. Da ist nichts zu holen. Hey, guck mal, eine Höhle. Was gibt's da so? Eine. Mehrere Riesenratten, nehme ich an. Eine Riesenratte kommt selten allein. Allerdings scheint hier wirklich nur eine zu sein. Ist das vielleicht der Schlüssel gewesen für diese Tür, den Ulf bei sich hatte? Na, kommst du her? Komm her. Sehr gut. Ha! Oder ist es vielleicht der Schlüssel für diese Truhe? Wer weiß. Andererseits, wenn das ein Novize ist, links... Zweimal links, zweimal rechts, links, rechts. Hey, gut geraten. Wenn das ein Novize war, das war ja ein Novize, dann hat er ja sicherlich ein eigenes Zimmer und zumindest eine eigene Truhe im Kloster. Vielleicht ist das dafür ja der Schlüssel. Das könnte sein. Und mir fällt gerade etwas auf. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespeichert. Letztes Mal bei dem Schattenläufer ist mir das zum Verhängnis geworden. Dann mache ich das hier mal eben. Sind ja immer schon rund 10 Minuten der Folge um. So, was haben wir hier hinten? Goblins! Goblin-Krieger! Jetzt nicht mehr. Hey, Stufe gestiegen, wer sagt's denn? Geht doch! Was ist da noch? Nochmal ein Goblin. Und mir scheint, das wäre die Höhle auch schon gewesen. Dann schaue ich mal eben, was sich hier noch versteckt. Weil... dran denken, dass ich hier nochmal hin muss, werde ich eh nicht. Ich kenne mich. Einfach nur ein bisschen Gold. Ja, ist okay. Kann man machen. Was habt ihr denn dabei? Außer schlechte Waffen, die ich nicht benutzen kann oder will. Eigentlich will. Ich kann natürlich. Ah, guck mal. Da hinten ist eine Steintafel. Da ist ein Lederbeutel. Eine Steintafel.
Habe ich die alle durchsucht? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. So, dann würde ich mal eben hier noch schnell die drei Äpfel essen. Vielleicht kriege ich einen Stärkepunkt dazu. Yay, aber gerade so, hey. Sehr gut, gefällt mir. Dann brauche ich 100 Mana. Und dann wüsste ich gerne, was für eine Steintafel das war. Armbrustschütze 1. Naja, okay. Kann man machen. So, dann noch eben den Lederbeutel. Wenn ich schon dabei bin. Sogar zwei Stück, die ich hier habe. Kriege ich nochmal 100 Gold. Wobei, nicht, dass ich die bräuchte. Ich habe ja fast 4000. Gut. Dann war hier noch dieses Gitter. Was hat das mit diesem Gitter auf sich? Kann man das irgendwie hochfahren? Wie geht's da hinten dran weiter? Sieht ein bisschen aus wie eine Sackgasse. Keine Ahnung. Ich will mich jetzt aber auch nicht hier lange aufhalten. Ich weiß nicht. Ich guck mal nach. Oder wenn ihr es wisst, dann schreibt mir einen Kommentar. Dann komme ich da vielleicht doch nochmal her. Denn ich habe die Stufe, die ich wollte. Und außerdem wird es gerade dunkel. Und nichts anderes bedeutet das, als dass ich mich jetzt wieder zu den Wassermagiern begeben werde. In der Erweiterungswelt in Jakendar. Dort werde ich von Myxia die nächste Stufe der Sprache lernen. Die Sprache der Krieger müsste das sein. Und dann kann ich die ganzen Steintafeln der zweiten Stufe lesen. So sieht's nämlich aus. Außer natürlich Mana, wie immer. Denn Mana werde ich erst dann lesen, wenn mich ein Mana-Punkt 5 Lernpunkte kostet. Ich kann ja mal... Ich glaube, mittlerweile bin ich bei 3 Lernpunkten, immerhin. Also allzu viel brauche ich da nicht mehr. Und der Weg ist gerade echt schwer zu erkennen in der Dunkelheit. Naja, passt schon. Ich bin ja schon da. Das ist mir jetzt zu blöd, das dauert mir jetzt zu lang. Ich habe doch hier Trank der Geschwindigkeit. So. Besser. Ich will mich ja hier jetzt nicht langweilen. Ich will euch vor allem nicht langweilen. Sondern hier möglichst schnell wieder hinkommen, wo ich hin wollte, wo ich eigentlich nur einen kurzen Abstecher gemacht habe. Das soll ja eigentlich nur ein kurzer Abstecher gewesen sein, hier kurz hochzuleveln. Denn eigentlich arbeite ich ja natürlich immer noch daran, dass ich Raven aufhalte. Genau, das war der Plan. Raven aufhalten. Ist hier ein bisschen zu dunkel? Ne, hier sind Fackeln. Glück gehabt, ich wollte gerade das Licht anmachen. Mein magisches Licht, aber nö, hier sind ja Fackeln. Alles gut. Interessant, wie lange die Fackeln brennen, ne? Die Wassermagier sind jetzt seit einigen Tagen da drüben. Und trotzdem brennen die hier alle noch. Den Zauber habe ich in den Händen aus zwei Gründen. Erstens, weil er mir die Gegner anzeigt, die weiter vorne kommen, das wisst ihr ja. Zweitens aber auch, weil ich mich schneller drehen kann, wenn ich eine Waffe gezogen habe oder einen Zauber. Ich weiß nicht warum, aber man tut es einfach, man dreht sich da schneller. Wahrscheinlich soll es dafür sein, dass man im Kampf da entsprechend ein bisschen wendiger ist. Nehme ich an, schätze ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist die einzige sinnvolle Erklärung eigentlich dafür. So, hier habe ich ja zum Glück einen Teleporter, der mich nach draußen bringt. Und hier drin sind ja diese ganzen Steintafeln am Rand. Ich werde mal schauen, ob ich die mit der Sprache der Krieger nicht lesen kann. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Aber ich bin doch Magier. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. So, das ging ziemlich schnell. Ich wollte nebenbei ein bisschen was essen. Und war natürlich noch voll am Kauen, als er da fertig war. So, aber jetzt erstmal hier lesen. Kann ich das lesen? Nein, ich kann es nicht lesen. Mist. Okay, das funktioniert also nicht. Was liegt hier rum? Hier lag doch gerade was.
Eine Sichel, aha. Fehlt nur noch ein Hammer. Kann ich das hier lesen oder ist es generell die Sprache der Priester? Das sieht mir so aus, als wäre das generell die Sprache der Priester. Andererseits, natürlich haben die, glaube ich, auch das Gebäude gebaut und natürlich waren die Priester wahrscheinlich auch diejenigen, oder zumindest die Gelehrten, die entsprechend die hohe Sprache benutzt haben. Und die hier das ganze Ding gebaut und wahrscheinlich auch die Steintafeln geritzt haben. So, gut. Ich würde mal, bevor ich hier schlafe, Folgendes tun. Damit ich es nicht vergesse, ziehe ich die Banditenrüstung wieder an. Und dann lese ich mal die ganzen Steintafeln. Bogenschütze 2 zum Beispiel. Dann haben wir Armbrustschütze 2. Plus 4 gibt das. Ah ja, immerhin. Geschicklichkeit plus 4. Wie viel habe ich da jetzt? 29. Stärke würde mich ja interessieren. Lebensenergie ist auch gut. Plus 20, weil ich 2 davon habe. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Magie nach wie vor nicht. Und dann hätte ich ja nochmal Stärke plus 4. Wow. Und Zweihandkampf. Plus 4. Oh mein Gott, ist das gut. Ich habe jetzt 55 und 56 Stärke. Sehr geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. So, ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Und der Geschwindigkeitstrank wirkt immer noch, weil die Wirkungsdauer in Minuten, in Echtzeitminuten angegeben ist. Ist ja lustig. So, wo wollte ich hin? Ich will zum Banditenlager. Genau. Hier will ich hin. So, habe ich hier noch irgendwas zu tun? Geistige Irrwege. Miguel hat mir ein Rezept für einen Trank gegeben. Damit kann ich Fortuno helfen. Ja, das sollte ich vielleicht tun, bevor ich mich hier mit Raven anlege. Nur mal so nebenbei. Wo ist das denn? Rezept? Trank? Elixier der Geistesveränderung. Ja, genau das. Ich brauche das Sekret aus 2 Blutfliegenstacheln. Wie viele Blutfliegenstacheln habe ich denn? Blutfliegenstacheln? Sind die weiter unten? Sind die hier unten? Aber ich dachte, davon hätte ich 2, weil Fisk mir welche verkauft hätte. Dachte ich eigentlich. Kohle? Schattenläuferfell, Krautstampfer, Blutfliegenstachel. Habe ich nur einen? Okay. Und dann gehe ich mal eben zu Fisk. Ich glaube, der hatte da welche. Oder war das das Einzige, was ich noch brauchte von woanders? Dann hätte ich da jetzt ein kleines Problem. Aber nicht, ich glaube, Fisk verkauft die, oder? Komm schon, Fisk. Sei mein Held. Zeig mir deine Ware. Blutfliegenstachel, sehr gut. Du bist mein Held, Fisk. Vielen Dank. So, 2 Stacheln habe ich. Dann brauche ich ein Elixier des Manas, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mana Essenz, Mana Extrakt, Mana Elixier habe ich. Was brauche ich denn noch? Also, 2 Blutfliegenstacheln, ein Mana Extrakt, ja egal, habe ich auch. Und eine Essenz der Heilung. Essenz der Heilung und roter Tränenpfeffer. Essenz der Heilung. Sekunde. Essenz der Heilung. Sehr gut, habe ich. Und ich glaube, den roten Tränenpfeffer, den hat mir ganz am Anfang der Seher in Korinis geschenkt. Honigtabak, Apfeltabak, das müsste so ein Beutel sein. Habe ich den nicht hier irgendwo? Das habe ich früher auch immer gesagt. Oder nicht? Nein, ich habe keinen roten Tränenpfeffer, verdammt! Ohne Scheiß, habe ich den nicht? Wer hat den denn? Mist! Apfeltabak? Honigtabak? Ich dachte, ich hätte den. Oder hatte ich den mal? Schau mal, Fisk, hast du das zufällig? Zeig mir deine Ware. Wächst es vielleicht hier im Sumpf oder so? Nee, sieht nicht so aus. Mist! Na gut. Ha, wer handelt denn hier noch mit Dingen? Na, ihr wohl nicht. Banditen, die Piraten vielleicht. Habe ich die schon abgeklappert? Ich weiß es nicht. Das liegt doch auf der Hand. Weiß ich gerade gar nicht. Das habe ich früher auch immer gesehen. Ach, herrje. Naja, dann würde ich mal sagen, ich mache mich hier ein bisschen schlau, wo ich das finde. Ich komme später wieder. Ja, ist gut.
Oder, nee, Lucia hat auch Sachen, mit denen sie handelt, gell? Aber nur trinken. Gib mir was zu trinken. Nur Getränke. Schade. Sie kann mich geschickter machen. Hat Snuff? Nee, Snuff hat auch keinen roten Tränenpfeffer. War ich da schon komplett überall und habe alles durchsucht? Ah, guck mal, ich habe diese Truhe nicht. Das war rechts. Zweimal rechts. Nein! Ah, oh, verdammt. Nicht schon wieder. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, okay, ich brauche Dietriche. Vielleicht finde ich hier roten Tränenpfeffer, wer weiß. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich mache mich mal ein bisschen schlau, wo ich diesen roten Tränenpfeffer herkriege, damit ich hier Fortuna noch helfen kann, bevor hier, wenn ich mich mit Raven anlege, alles den Bach runtergeht und ich die Quest vielleicht nicht mehr erledigen kann. Das wäre doch schade und das wollen wir nicht, nicht wahr? So. Wie gesagt, ich mache mich schlau, wo ich es kriege. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder hier oder so. Ich weiß nicht genau, wo ich hier beenden soll. Ich habe ehrlich gesagt so im Kopf, dass ich ja hier oben den Händler nochmal anhauen kann. Vielleicht mache ich das mal eben. Ach komm, das mache ich eben. Was soll's. Geht die Folge halt ein bisschen länger. Ist doch egal. So, du hier. Hast du Dietriche oder roten Tränenpfeffer? Sketty war es, genau. Lass uns handeln. Ich hätte gerne Hacke. Du hast weder Dietriche noch roten Tränenpfeffer. Na gut. Gut, dann war's das hier. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich weiß, wo ich roten Tränenpfeffer herkriege. Und dann sehen wir uns wieder und dann werde ich Fortuna befreien. Bis dahin, auf Wiedersehen.